out by your ass. Und Beric heilen. Beric steht gerade so noch. So, du blitzt das mal. Du versuchst es zu wieder zu werfen. Beric ist wieder ausgenockt. Go down. That's how it's fucking done. My bedroll looks pretty inviting right about now. So, gucken wir erstmal, was wir hier haben. Tierhäute und Dings. Und hier was Rüstungsmäßiges. Gut, Beric ist verdammt angeschlagen. Wow. Also ich muss rasten jetzt, weil Beric hat 6 Wunden und bei 10 Wunden ist er tot. Slow and steady. Ich sollte mich eigentlich erst da unten umgucken und dann hier oben hingehen. Weil ich habe auch so das Gefühl, dass ich hier oben dann einen Rückweg finde. Die Dinger sind alle inaktiv. Diese Geisterfalle ist schon seit langer Zeit kaputt. Aufgrund des Zuschusses der anderen Geisterfallen in diesen Altmauern kannst du darauf schließen, dass derjenige, der sie kaputt gemacht hat, wahrscheinlich nicht den südlichen Eingang nutzte. Klingengrab Runenhalle. Okay. Also ja, erstmal will ich mich hier umsehen. Dafür schalte ich mal die KI aus. Arnie. Buff in Ruhe. Raven Ash protects. So. Trouble is afoot. Da muss ich nur genug von denen anlocken. Die kommen ja netterweise um die Ecke. Bleed out, you little shit. New dent. So, einer ist tot. Also ziehen wir uns gepflegt zurück. Und sie ist schon wieder rot. Will do. Will do. Will do. Weil dieser blöde Schrecken da viel zu viel Damage an ihr macht. Mit seinem Arkanen-Zauber da. That's how it's fucking done. Mhm. So, es sind schon mal 2 weniger. To battle. Au. Hat's diesmal Beric erwischt. I got it. That one ran me hard. Heilung für Beric. Der hat nämlich jetzt auch schon eine Wunde. Fall before me. I'm going down. Ouch.
Das war jetzt nicht geplant. Dass Beric mal wieder umkippt. Also neu laden und nochmal versuchen. Der Dungeon ist schön, aber dieser Raum ist der Wahnsinn. Was macht eigentlich der Zauber nochmal? Vitalität und Stärke. I'm on it. Autsch, das ging wieder auf Beric. So, wenn ich richtig sehe, kommen nur Hauch. Will do. Au, Lyra braucht dringend eine Heilung. Und jetzt brauchen wir mal einen Rückzug. Raven Ash protect. Get back here. A new dent. Let I will aid you. So, Lyra heilen. Let's have it then. Lyra Waffe wechseln. My armor feels lighter. That one rattled me hard. Level up für Beric. Yes. That one rattled me hard. Tear your skeleton out by your ass. So. Right. Da sind wir wieder ein paar von denen losgeworden. Und so aktivieren wir auch nicht aus Versehen die beiden Geisterfallen hier. Not a problem, boss. Bleed out, you little shit! That one rattled me hard! So. I got it. Jetzt muss das Vieh weg. Also werden wir es mit der ganzen Macht, die wir haben. That's a negative. On it. Right. Bekämpfen. Beric heilen. No can do. Lyra. Whatever you need. Nobody saw that, right? Und der saugt Beric das Leben aus. Das ist nicht sehr nett. By your command. It's a hit. Das ist nicht so schön. Sorry, Dad. Yes. Right. I require needle and Beric heilen. Right. Und weiter auf den da losgehen. That one
run me hard. I require needle and thread. So. Er braucht Nadel und Faden. Nö. On it. Whatever you need. I got it. Ich halte dich einfach mal hoch. This will be fun. Und dann machen wir die beiden noch platt. Too easy. I got it. Will do. So. That one ran me hard. Wie Lyra mit ihrem Bogen abgeht. That's how it's fucking done. Also von den Kampfanimationen her. So. Level up erstmal für mich. Ja, was könnte ich denn am besten jetzt mal erst gebrauchen? Ja, Wurfwaffen ausweichen. Amplitzeichen von Fähigkeiten und Zaubern oder Zauberstärke. Machen wir Zauberstärke erstmal. Und Beric. Magieverteidigung mal auf neutral setzen. Was hier ganz nützlich ist. Sofort heilen, springt Verbündete, gehen eine Verbindung. Das ist nicht schlecht, das kann er mit Lyra machen. Da die am meisten einstecken. Und sie kriegen beide Stärke und Vitalität, was auch nicht schlecht ist. So, jetzt kommt das große Thema für mich. Zusätzliche Zauberplätze. In Geschicklichkeit gebe ich überhaupt nichts. Eher in Reichweite und in Führung und etwas in Verteidigung. Wobei Führung auch nicht schlecht ist. Waffen im Überfluss, zusätzliche Waffen. Nö. Das ist mal nicht schlecht. Oder ich gehe weiter auf Reichweite. Lässt dein Ziel panisch werden, wenn du es aus dem Schleichen heraus angreifst. Okay. Erhöht den Schaden von Wurfwaffen moderat und erlaubt es Basisangriffen mehrfach zu treffen. Wäre auch nicht schlecht. Oder ich könnte Herzschuss verbessern. Feinde in einer Linie leiden Schaden und werden blutend zurückgelassen. Ersetzt Herzschuss. Herzschuss zu pimpen wäre auch keine schlechte Idee. Ich glaube, ich werde erstmal hier ein bisschen im Reichweiten-Tree und dann im Führungstree weitermachen. Hier in dem Baum bin ich mir nämlich nicht ganz so sicher, ob ich vielleicht zum Beispiel die Bollwerkhaltung reinmachen soll, um mehr Rüstung zu kriegen. Deswegen erstmal Reichweite, also erstmal meinen Schusswaffenschaden steigern.
Und dann werde ich wahrscheinlich das hier verbessern, weil was macht das? Schieße ein leuchtendes Geschoss auf ein einzelnes Ziel ab. Wer es trifft, explodiert es innerhalb eines Wirkungsbereichs. Dabei verursacht es Feuerschaden und blendet Feinde durch eine Wolke aus schwarzem Rauch. So. You didn't see nothing. Would you take a look at that? Zwei Geisterfallen, aktive. Oh.